Die Kunsthalle Mannheim zeigt seit dem 1. März die Ausstellung des französischen Bildhauers und Zeichners Henri Laurence unter dem Titel Wellentöchter. Ja, wir zeigen Henri Laurence ein erstes Mal in der Kunsthalle Mannheim und damit einen der berühmtesten Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Er hat zusammen mit Pablo Picasso und Georges Braque am Montmartre in Paris 1909 ist er dahin gezogen, gewohnt, und er hat mit diesen Künstlern im Grunde genommen den Kubismus erfunden. Das heißt, es ging nicht mehr um ein Abbild in der Wirklichkeit, sondern um ein Bild der Künstler. Die haben die Wirklichkeit in Kuben zerlegt, eine zersplitterte Wirklichkeit, und Laurence war derjenige, der die Sprache des Kubismus in die Skulptur übersetzt hat. Er hat in den 20er und 30er Jahren ist er wieder zurück zur menschlichen Figur gegangen. Und das zeigen wir alles in der Ausstellung. Es gibt drei Räume. Im ersten Raum, der wie eine Wunderkammer ganz dunkel ist, werden die Skulpturen, die kubistischen Skulpturen des Frühwerks sozusagen schön beleuchtet, sodass man sich zwischen diesen Skulpturen lang bewegen kann und aus allen Perspektiven sie wahrnehmen kann. Und dann gibt es im mittleren Raum den Einblick in ein Bildhaueratelier. Wir haben vier große Fotos aus dem Bildhaueratelier von Laurence aufgeblasen, wandgroß. Und so geht man sozusagen rein, als wenn man den Künstler treffen würde, und kann sich an einen großen weißen Tisch hinsetzen. Da stehen Skulpturen drauf und man kann selber den Zeichenstift in die Hand nehmen und sich einfach mal wie ein Künstler fühlen. Und dann gibt es einen dritten Raum. Der ist in orange-roten Wänden, und da zeigen wir das Reifewerk von Laurence, also seine großen, voluminösen, mythologischen Frauenfiguren. Er hat sich sehr stark mit Wasser, mit Musik beschäftigt, mit Natur, mit Bäumen, und man kann sagen, dass er Mitte des 20. Jahrhunderts um 1950 herum wirklich eine große Setzung noch einmal in der Wiedererfindung der menschlichen Figur gemacht hat. An vier Terminen im Ausstellungszeitraum können sich interessierte Besucher beim Kunstgespräch für Ausgeschlafene am Vormittag durch die Ausstellung führen lassen, dabei spannende Informationen mitnehmen und sich mit der Kunst vor Ort auseinandersetzen. Dieses Format des Kunstgesprächs für Ausgeschlafene ist ungeheuer sinnvoll. Und zwar, weil man in der Zeit die Möglichkeit hat, wirklich auch mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen, weil so ein Kunstwerk hat selbst viel zu sagen, und wir reagieren alle unterschiedlich auf Kunstwerke, und das zusammenzubauen trägt praktisch auch nochmal das Kunstwerk nochmal in andere Ebenen und eröffnet uns nochmal einen ganz anderen Kosmos. Es beginnt die Ausstellung mit einer kubistischen Skulptur, der Clown. Und die ist insofern nochmal besonders interessant, weil da auch was ganz Ungewöhnliches noch zu entdecken ist. Und zwar ist es eine Zickzacklinie, die Laurence aufgemalt hat. Relativ ungewöhnlich für diese Gesamtkomposition. Und diese Zickzacklinie entdecken wir auch noch mal in der letzten Figur der kleinen Spanierin, seiner letzten 1954 gearbeiteten Skulptur, nämlich in der Andeutung der Haare. Und das sind solche Entdeckungen, die sind wie Offenbarungen, weil es auch zeigt, dass jeder Mensch auch so Gefüge in sich trägt, also oder ein Gefühl für Formen vom Anfang bis zum Ende. Und das macht ihn natürlich auch ganz, ganz besonders zum Individuum und zum ganz besonderen
zu einer ganz besonderen Persönlichkeit, auch der Formfindung und welche Bereiche er da auch nochmal zusammen verschmelzen lässt. Die Ausstellung ist noch bis zum 16. Juni in Mannheim zu sehen. Weiterhin lädt die Kunsthalle gerne zu besonderen Events ein. Wir haben am ersten Mittwoch im Monat einen eintrittsfreien Abend von 18 bis 22 Uhr, eine kleine Museumsnacht. Es gibt ein großartiges Programm Plus, wo man sich einfach einklinken kann, Führungen mitmachen kann, Workshops mitmachen kann. Und ich kann nur empfehlen, wer noch nicht in der Kunsthalle war, sollte einmal hingehen und sich einfach dieses Erlebnis verschaffen.